Hallo und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2. Der hässliche Truck da. Scheiße. Sag mal, hier. Was ist denn. Preis pro Stecken, Stricken. Ja, müssen wir so lang fahren? Möchte heute nämlich nicht so lang fahren. Kann ich hier auch. Ne, Zeit bis Upload geht nicht. Eine Streckenlänge vielleicht mal. Aufsteigend. Köln-Duisburg, das könnten wir mal machen. Das gibt sogar sau viel pro Kilometer eigentlich. Als Navi-Zielen einstellen, das machen wir doch mal. Direkt. Dann habe ich da nämlich auch mal. Dann kann ich gleich mal, glaube ich, mal mehrere Aufträge jetzt pro Aufnahme machen. Weil, wenn die wirklich so viel 27,50 dann bringen, dann nehme ich doch lieber die. Dann muss ich nicht immer so lange fahren. So, ich würde gerne in die Ansicht innen gehen. So, ja. So, cool, ist hier sogar grün. Schön. Können wir nochmal direkt hier weiterfahren. Scheiß Truck. Ich hasse den, der ist jetzt weiß und nicht rot, so wie ich das mag. Wunderbar, heute rote Welle, grüne Welle hier. Rote Bedrohung, nee. Wunderbar. Das ist, so geht ja doch. GPS, Auftrag annehmen. Dann hole ich mir da hinten mal den Hänger ran. Und fahre mal die kleine Strecke von hier nach Köln. Nach Duisburg. Von Köln nach Duisburg, so. Mach ich mal mit 3. Damit das schnell geht. Das hasse ich. So, jetzt nach vorne. Erstmal das Lenkrad wenden und dann. So, erstmal in die andere Richtung. Ja, scheiße. Wenden. Das ist doof, wenn man das Steuer nicht sieht. Da jetzt einpacken. Ja, komm, mach doch mal was. Drückst du T und das klappt nicht. Ja, was ist denn jetzt hier mit T? Hallo? Hallo? Ach, ist schon dran. Ja, wunderbar. Sag mir das doch einer. Ganze Zeitrad hat nicht funktioniert, aber jetzt ist das super. Hier wieder klasse. So. Immer noch 2 Stunden Fahrzeit. Na gut, das kommt so ungefähr hin. Hier ist 50, dann fahren wir. Wir fahren ja gerade erst 50. Dann machen wir mal einen Tempomaten auf 50. Ja, den habe ich jetzt auf 49 eingestellt. Scheiße. Schlecht geraten. 90, dann kann ich ja mal losfahren jetzt hier. Wunderbar. Dann kann ich jetzt losfahren. Ey, das ist doch nicht wahr. Das ist doch. Ah, jetzt hat er Platz gemacht. Jetzt hat er Platz gemacht. Jetzt hat er Platz gemacht. Wunderbar. Schön, schön, schön. So. Ich denke mal, ich werde jetzt wieder versuchen, zurück nach München zu kommen. Um mal, wie heißt, bei unserer Firmenzentrale zu sein. Also ich werde das jetzt versuchen, so in, ja, wie heißt es, so zu machen, dass ich von Auftrag zu Auftrag immer näher an München rankomme, bis ich dann irgendwann in München bin. Wisst ihr, dass ich immer so ein Stück weiter nach München fahre. Das wird, hoffentlich mal ganz gut, so. Und da klappt hoffentlich. Hat mir einer gesagt, das wäre doch relativ unrealistisch, mit Tastatur zu fahren. Ich meine, das ganze Spiel ist nicht gerade sehr realistisch. Es ist zwar Simulator, aber wenn man so fährt wie ich, dann hätte man schon längst seine Zulassung als Fahrer verloren. Und ja, also, Von daher,
Und ich meine, mit Gamepad ist doch irgendwo auch genauso unrealistisch. Das Gamepad ist es nicht so toll. Und Lenkrad hole ich mir extra für ein Spiel nicht. Zudem finde ich, kann ich mit Tastatur besser fahren als mit Gamepad. Keine Ahnung warum. Mit Gamepad, da kann man einfach nicht so gut einlenken, weil man ja auch mit Joystick nach vorne Gas gibt. Zumindest bei den Simulatoren oder Standardeinstellungen der Simulatoren. Oh, Gott sei Dank habe ich diese heftig krassen Bremsen derzeit eingestellt. Ohne die wäre ich jetzt echt fatal geworden. Aber ganz gut. Scheiß Audi. Oder was das ist. Oder BMW. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Autos echt gut aus. Kann ich nur immer wieder betonen, dass mich Autos nicht interessieren und ich mich deswegen mit denen überhaupt nicht auskenne. Aber na, ich meine, es gibt immer so verschiedene Hobbys, ne? Ich finde Zocken gut, andere finden Autos gut. Ich frag mich jetzt zwar, was man an. Naja. Ja, wenn man jetzt, sag ich mal, Teenager ist, man kann eh selber kein Auto fahren. Was findet man dann an Autos geil, frage ich mich. Boah, jetzt schreibt mich einer an. Ne? Wenn das jetzt der ist, mit dem ich da Minecraft aufnehmen wollte. Ich schau mal hier. Hier ist Ampel. Gut, da kann ich mal kurz anhalten. Obwohl, ne. Komm, die Fahrt, die mache ich jetzt mal zu Ende. Dann kann ich auch gleich schauen, wie lange die Fahrt ist. Wenn das so, sag mal, 15 Minuten sind oder so. Oder ja, sind auch mal 10. Dann kann ich den Part heute noch raushauen. Das ist ja. Das geht ja noch. 10 sind ja noch in einem anständigen Rahmen, obwohl das eigentlich schon noch ein Stück zu kurz ist. Am liebsten habe ich ja so 13 Minuten. Weil 15 finde ich teilweise schon etwas lang. Vor allem bei so einem, erst einmal, gestreckten Projekt wie diesem hier. Und 10 vielleicht doch ein Ticken kurz. Weil ich lasse das gerne mal im Hintergrund laufen. So eine Art Projekt jetzt hier zum Beispiel. Wie Minecraft, das ist auch sowas, finde ich. Da lasse ich gerne mal im Hintergrund laufen und ja, dann höre ich das lieber, als das zu gucken, weil das ist für mich entspannender. Und wenn dann nur 10 Minuten gelabert wird, dann muss ich ständig neu das Video anklicken und bei, ja, 15 Minuten denke ich mir dann manchmal, nee, da schaltest du jetzt weg, das ist ja dann vom Gelaber her doch zu langweilig. So, ich hoffe nur, dass der LKW diesmal nicht außer Kontrolle gerät, weil ich zu schnell fahre. Wow. Naja, so knapp war jetzt nicht. Wisst ihr was? Ich beende mal kurz die Aufnahme. Tschüss. Haha, das war wieder Reinhard. Er will wieder zocken. So. Mach jetzt mal eigene Musik an. Ach, übrigens. Wenn man hier auf... Weltkarte, genau. Wenn man... Da, Radio. Hier auf Radiostream klickt, das sind echte Radiosender hier. RTL 2 und... Was kennt ihr denn noch? Naja, halt eine Menge. Das sind echte Radiosender, das ist eine Live-Übertragung. Kann ich leider nicht benutzen wegen ja, nicht lizenzfreier Musik. Ihr privat könnt das mal machen, hier reingucken. Wer das noch nicht wusste, der weiß es jetzt. Fahren. So, wunderbar. Ich kann da ja auch gucken. Zoom-Effekt, den finde ich total geil. Oh, cool. Schon mal Motor anheizen, Drehzahl in die Höhe. Was ist jetzt los? Boah, da ist mir doch so ein, da ist irgendwie so ein komischer Radiosender angegangen. Zum Glück habe ich das schnell genug gemerkt und konnte auf Beenden der Aufnahme klicken. Bei YouTube hat er so eine Regel, wenn mehr als, ich glaube, 7% des Videos mit copyright-geschützten Inhalten drin sind, oder copyright-geschützte Inhalte drin sind, kann es mir einen Strike geben, oder, ja, Strike, wenn der Entwickler es möchte, oder einen Content-Treffer, und die möchte ich auch nicht haben. Und ja, das habe ich jetzt Gott sei Dank noch unterbunden durch die schnelle
Verabschiedung in der Aufnahme und man hat ja eh nicht viel gehört. Ich wusste gar nicht, welche Lied das ist. Da ist das irgendwie angegangen, weil ich da euch gezeigt habe, wie man das anschalten kann und der noch auf Play stand und dann spielte immer das Neueste ab oder soweit. Keine Ahnung, wieso das jetzt genau angegangen ist, aber ich denke mal, meine Erklärung war da schon relativ plausibel. Ich habe Licht an. Ja, hatte mir auch einer gesagt, warum ich denn immer mit Licht anfahren würde. Ganz einfach, weil, ja, ich vergesse das voll häufig, das immer abends, wenn Nacht wird, anzuschalten. Und deswegen mache ich das dann immer lieber. Direkt das Licht anhaben, dann muss ich nachts nicht Angst haben, dass ich 100 oder 200 Strafe kassiere oder was das auch immer ist. Weil es schon eine Menge, die Strafe. So. Der Part sollte lang genug werden. Als ich vorhin geguckt habe, waren es 8 Minuten. Und ja. Dann zeige ich euch das mal jetzt. Dann fahre ich da jetzt nochmal hin und dann lade ich dort ab. Und ja, dann haben wir wieder ein Stückchen Geld. Und ein bisschen Geld. Sollte ich tanken? Nee. Obwohl doch. Weiß nicht, wann die nächste Tankgelegenheit ist. Komm, fahr noch ein Stück vor. Muss ich eigentlich die nächste Pause haben hier? In 8 Stunden, okay. Eingabe drücken. 400 hat er mich heute nur gekostet. Achso, ich wollte gerade sagen, was habe ich jetzt verbrochen, aber wurde nur Tankgeld abgebucht, Gott sei Dank. So, das ist schön. Oh, da hinten sieht man Schornsteine. Apropos Schornsteine. Wir haben mal im NW-Kurs ein Vulkan basteln müssen und eine Gruppe, die hat einen Vulkan gebastelt. Der sah echt aus wie so ein Industrieschornstein. Das war richtig lustig. Und dann haben wir da so Brausetabletten reingekloppt, damit das so aussieht. Mit Farbe oder mit Lebensmittelfarbe, damit das so aussieht, als ob der Vulkan Feuer speit. Und das sah natürlich total scheiße aus und war total stinky oder hat total gestunken und alles, aber. Ja. So. Wunderbar. Ausgezeichnet. Yeah. Kein Fail geleistet. Und wir sind endlich Level 11. Geil. Wieder, was skill ich denn jetzt mal? Kann man hier eigentlich was minus skillen? Nee, kann man nicht. Oder nehmen wir mal das hier. Einfach mal angewandt. So, gut. Ja. 12.000 haben wir wieder in der Kasse von der Firma. Und ja, dann. Zustand des Fahrzeuges sollte auch 0% sein. Ja, ist doch geil. Hä? 0%, 0%, 0%, 0%, 0%. Da steht überall 0%, aber. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht, aber. Naja. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Vielleicht durch die Abnutzung oder sowas. Ja, genau. Ich wollte mich hier verabschieden. Aber naja, egal. Dann sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Part.